So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cry of Fear. Ich habe jetzt 2-3 Tage nicht mehr aufgenommen, also das Spiel hier. Und deswegen muss ich mal wieder reinkommen, glaube ich. Ist die Tür locked? Habe ich Schlüssel? Falsch-Taste? Oh, ich habe Schlüssel. Achso, ja klar, aus der Badewanne. Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Warte mal, ich habe gar kein Magazin mehr. Und da liegt eins. Aber, hey doch, jetzt habe ich wieder 3. Okay, das war glaube ich gerade ein Anzeigefehler oder so. Denke ich mal. Okay. Ich habe wieder mal keine Angst, wie immer. Ach ja. Wie, das kann jetzt irgendwie nicht sterben oder so. Oh mein Gott, what? Okay, es kann sterben. Ich bin mir gerade ernsthaft nicht sicher. Ich hatte gerade irgendwie... Gott. Was? Oh fuck. Ja, alles gut. Nachladen. Ja, alles gut. Die halten aber nicht allzu viel aus, das ist schon mal gut. Die sind auch relativ langsam, aber die machen irgendwas Lustiges. Das gefällt mir schon mal nicht allzu gut. Ich hab echt kaum noch Leben, ne? Ich hab aber keinen Spitze. Ach Gott, immer falsche Taste. Nee, echt nicht. Da ist nichts. Fängt ja schon mal gut an. Das ist auch nichts. Da geht's weiter anscheinend. Okay, nee, ich muss aber dual wielden, definitiv. Dual wield damit. Vielen Dank. Vielen Dank. Gott, Mann, Leute. Da steht einer, oder? Hat nur 3 Schüsse aus. Also ich habe jetzt 4 Schüsse abgefeuert, aber die war anscheinend, glaube ich, 2, 3. Nee. Okay. Hallo? Willst du mich verarschen? Okay. Oh Gott. Jetzt habe ich Munition verschwendet, weil das Weib eigentlich schon tot ist, aber noch angezeigt wird. Naja, ich meine, solche Bugs dürfen ja mal vorkommen. Vor allem, weil es halt nur ein Mod ist, aber... Eine Mod, nicht ein Mod. So. Trotzdem war es jetzt blöd. Für mich jetzt. So, persönlich. Aber da ist halt scheiße gelaufen, würde ich sagen. Und was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, der Ton ist für euch, glaube ich, ein bisschen zu leise. Warte mal. Es hat aufgehört, ist das euer Ernst? Okay. Oh cool. Wie ich die einfach mal sofort sehe. Okay, wenn man so kurz vorm Sterben ist, dann ist das, denke ich, normal, dass einem sowas sofort ins Auge fällt. So. Was ich mich gerade frage, habt ihr mal seinen Arm gesehen? Ich meine, wenn wir es mal als so betrachten, dass diese Welt gar nicht real ist und das alles unsere Einbildung ist. Und es ist vielleicht alles, und diese ganzen Monster unsere persönlichen Ängste sind. Alter, wie behindert rede ich gerade, das ist Absicht, okay. Könnte es sein, dass es so ein depressiver Typ ist, der hier, deswegen bringen sich die ganzen Leute auch um. Und ich meine, der, dieses Vibe da hat uns auch gerade versucht, irgendwie, dass wir uns selbst umbringen. Kann es sein, ich stelle schon Theorien auf, dass wir so eigentlich voll der depressive Typ sind und, ich habe keine Ahnung, okay Leute, ich weiß auch nicht, ich habe hier voll die coolen Ideen. Da geht's lang. Will ich da lang? Ja, aber man kann, wenn man gut zielt, sehr viel weniger Munition verbrauchen. Das finde ich gut. Das ist Munition. Wo ist da noch ein Gegner? Ne, da sind überall Türen. Ach du Scheiße. Oh nein. Ich habe eine Tür geöffnet mit einem Schlüssel. Ah, okay, nein, das gefällt mir.
speichere erstmal. Nein, der Part ist noch nicht beendet. Keine Angst, wie lange nehme ich auf? 5 Minuten, okay. Ja, doch, Part ist beendet. Wir sind zum nächsten Mal. Ist, glaube ich, schon viel zu lange der Part. Nein, okay. Gott. Sah das schon immer so aus? Wahrscheinlich schon. Die Decke tropft. Ich soll einen Videoplayer finden übrigens. Habe ich gar nicht vorgelesen, aber habt ihr wahrscheinlich selbst gesehen. Ja. Gut, wo finde ich denn so einen wunderschönen Videoplayer, ist die Frage. Habt ihr eine Idee? Ich habe keine Idee. Hier nicht. Oder? Nee, da war ein Computer, genau. Nee, da war nicht mal ein Computer, da habe ich mich aufgeregt darüber, dass da kein Computer steht, nicht wahr? Genau, ich erinnere mich. Ja. Nope. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder nach ganz oben rennen, das wäre doch mal eine tolle Idee. Okay. Ja. Hier lang. Warte mal. Wo will ich denn immer noch mal hin? Obwohl, warte mal, das könnte sogar. Nee. Oder? Keine Ahnung, Leute. Nope. Aber immerhin sind gerade momentan keine Gegner hier. Auch wenn ich das nicht so ganz glauben kann, weil mittlerweile momentan sind ja... Ich habe gerade irgendwas gehört, aber ich glaube, das war ich selbst. Jedenfalls, weil irgendwie respawnen ja immer wieder Gegner irgendwo an Stellen, die ich schon mal war. Also andere Gegner halt, ne? Deswegen kann man sich darauf nie unbedingt verlassen. Was ich gut finde an sich, aber an sich auch schlecht. Also nicht schlecht, also es ist gut, dass das Spiel das so gemacht hat, sonst wäre es ja irgendwann langweilig, aber... schlecht halt für mich, weil ich dann Angst haben muss. Ich mag Angst nicht, die ist so ängstlich. Ja, definitiv. Warte mal, vielleicht im vierten Stock. Nein, öffnet sich nicht. Dritter Stock, öffnet sich auch nicht. Wie wär's denn, wenn ich hier lang gehe? Das ist ein... Könnte man mal probieren, ne? Obwohl, es ist eine Kassette. Gut. Das ist ein DVD-Player. Wow. Aber ich bin so intelligent. Ich krieg das schon mit hier alles. Ich verstehe schon alles. Also es geht nicht. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und da ist ein Speichergerät. Ja, aber momentan scheint es so, als würden... keine Gegner respawnen, obwohl wahrscheinlich gleich irgendwo einfach ein Gegner steht, so ganz irgendwo am Ende. Also kurz vor Ende, bevor ich halt beim Videoplayer halt ankomme, um mich einfach dann so zu tun, das zu erschrecken, weil halt schon seit langem keine Gegner mehr da waren. Das wäre voll fies, ey. Ja. Ja, aber hier, nicht da. Was ist denn hier? Nicht hier rein. Ich weiß gar nicht, welcher Raum das ist. Das ist hier mal, jedenfalls schon mal ein Fernseher, das ist gut. Es ist auch ein... Es ist schon wieder ein DVD-Player. Ich probier's trotzdem lieber. Nicht, dass ich irgendwie irgendwas verpasse, aber nein. Aber wir benutzen auch schon Kassetten heutzutage, weil ohne Scheiß, das ist so... So eine Kartoffelsuppe. Ja. Warte mal, ist hier nicht der Fahrstuhl, den ich benutzen kann? Nee, ne? Nee. Ja, nein, wo ist denn der Fahrstuhl? Ist der nicht noch... Ja, der ist noch im vierten Stock, ne? Ja, das heißt, so komme ich auf jeden Fall auch nicht dahin. Falls es denn jetzt im vierten Stock überhaupt ist. Eigentlich habe ich gar keinen Bock zu suchen, wisst ihr? Ich mag sowas nicht, das ist so aufwendig und dauert lange und ist aufwendig und dauert lange und so. Ja, definitiv. Da war ich schon mal, ne? Ja, das ist immer noch ein DVD-Player, genau. Ja, was ist denn mit dem zweiten Stock? War ich hier schon? Ich glaube, ja. Ich
habe ich zwar schon überall. Cool. Ich habe mich nicht erschrocken, nein. Warum sollte ich mich denn erschrecken von einem Schrei? Von einem Kind, der total random war. War die Tür schon immer blutverschmiert? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe. Ich hoffe. Ja. Genau. Hey. Ich hoffe. Hey, wo bin ich jetzt? Hä? Cool. Es war irgendwie... Oh, Leute. Irgendwie war mein Spielgriff fertig, obwohl hier gerade keine Gegner sind. Ich meine, ich erschrecke mich nicht, logischerweise. Okay, gerade habe ich mich erschrocken, verdammt. Aber, ich habe durchgehend Angst. Das ist schön, glaube ich. Klopft an der Tür. Guten Tag. Ich werde nicht öffnen. Ach, meine geliebte Munition, die ich schon so oft betrachtet habe und gedacht habe. Wieso kann ich diese Tür nicht öffnen? Lass mit hier reingehen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ach, ja, den Code habe ich immer noch nicht. Vielleicht ist es ja ein Film, in dem es um einen Code geht. Das wäre doch eine wundervolle Idee. Ah, meine Fresse. Ach, wisst ihr, bevor ich jetzt stundenlang rumsuche, ich mach kurz einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber ich habe so eine Theorie. Und zwar ganz logisch betrachtet, in diesem Keller, wo dieses Video war, saß sehr freundlich aus. Und wisst ihr, in welchem Raum es noch sehr freundlich aussah? Genau in dem Raum, in dem es den Nebenraum gab, in dem lustige Bilder hingen, wenn ihr euch noch erinnert. Und das müsste dieser sein. Und falls mich gleich irgendwas erschreckt, dann... Das ist jedenfalls auf jeden Fall etwas. Also falls das richtig ist, dann fühle ich mich richtig intelligent. Und ich habe übrigens den Ton viel zu leise gerade eingestellt. Fällt mir gerade so auf, nebenbei bemerkt. So, ist schon besser. Ihr habt es wahrscheinlich also nicht gehört, aber... Also, die ganzen Geräusche hier. Und jetzt liegt sie hier einfach mal... Schläft vorm Fernseher ein. Möchte es nicht mal mehr mit ansehen. Oh, ja, stimmt, ich muss ja... Was habe ich jetzt gedrückt? Das ist auch cool. Ich würde aber hier das hier usen und starten. Oh ja, yeah, cool. Jetzt geht's ab. Boah, das ist aber... Wow. Da geht's aber noch nicht um eine Couch. Das ist schade. Sehr schade. Was macht die da? Hä? Aha. Ach so, es ist halt nur ein Friseurtermin. Ich wusste es. Ich habe schon gedacht, dass... Oh, du hast dich aber leicht verschnitten. Ganz leicht. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen irgendwie, ne? 6, 7, 8, 9. Das kann ich mir sogar merken. 6, 7, 8, 9. Cool. Ja. Würde ich machen. Werde ich auch noch machen anscheinend. Ich hab noch Zeit. 10 Minuten noch. Hier ist das Treppenhaus, ne? Ja. Dann auf nach ganz oben. Immer diese Türen heutzutage. Oh Gott, ich will eigentlich gar nicht. 6, 7, 8, 9. Hätte ich mich mal aufschreiben müssen.
Los geht's. Auf ein Abenteuer. Ich will nicht mehr Abenteuer machen. Abenteuerreise macht keinen Spaß. Okay. 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 Oh, oh, oh. Hier sieht es sehr freundlich aus. Es sieht ungefähr so aus wie Munition. Nein, so sieht es nicht aus. Es sieht noch viel freundlicher aus. Noch mehr Munition. Sieht ungefähr so aus wie bei mir zu Hause, wenn ich gerade, wenn ich gerade, ja, genau. Eigentlich immer. Noch mehr Munition. Das kann nichts Gutes heißen. Nee, ernsthaft. Das heißt zwar auch, dass ich momentan eigentlich recht wenig Angst haben muss, angegriffen zu werden von irgendwas. Aber das heißt auch, dass gleich irgendwas ganz Tolles kommen wird. Zum Beispiel ein Speicherpunkt. Direkt vor einer riesigen Tür. Ich glaube dir, das Spiel gleich mal nach. Auch wenn es jetzt noch ein bisschen Verschwendung ist, aber... Wie wär's denn mal mit Dual Wield? Gute Idee, warte mal so, ne? Ja. Oh, das ist eine super tolle Idee. Los geht's. Das kann nichts Gutes heißen. Oder doch? Wiedersequenz, okay, es kann nichts Gutes heißen. Warum hast du dein Handy in der Hand? Ich hab das gerade... Ah, ja, das klingt schon mal gut. Warum schüttelst du die Kopf? Oh, oh, der sieht... Oh, der sieht sehr sexy aus. Der sieht sehr sexy aus. Okay, los geht's. Kein Schaden. Kein Schaden. Kein Schaden. Kein Schaden. Finde ich gut. Kein Schaden, kein Schaden, kein Schaden. Kein Schaden. Und jetzt Schaden. Ach, warte mal, muss ich das da... Aha. Ich glaube, ich habe es schon verstanden. Das ist jedenfalls... Ja, ich glaube, ich muss... Okay. Kann ich ihn auch einfach... Ja, ich glaube... Aber was, wenn ich einfach Nahkampf jetzt sofort angreife? Ich kann ja... Dann kann ich weniger Munition verschwenden. Obwohl mir das irgendwie zu riskant ist. Definitiv. Und... drauf. Bitte nachladen, wenn es mal gehen würde, weil ich habe gerade so die Taste bitte. Man kann das Spiel sogar laufen, während man nachlädt. Das finde ich ja sehr toll. Eins. Und wieder zwei. Okay, es geht. Es ist eigentlich nicht schwer. Over. Das ist nett. Sehr nett. Wir werden es nochmal versuchen, denke ich mal. Ja, werden wir. Los geht's. Ja, das ist an sich nicht schwer. Man muss nur auf Distanz bleiben und dann... Ja, ja, genau so. Warum schüttelt der immer den Kopf? Kann ich jetzt mal springen? Nein, natürlich nicht.
Tut mir leid, dass ich gerade recht ruhig bin. Ich versuche mich halbwegs zu konzentrieren. Also ich bin ziemlich ruhig sogar. Ich bin sogar sehr ruhig für meine Verhältnisse. Aber hey, wenigstens kann man sich während eines Bosskampfes nicht erschrecken. Das finde ich schon mal sehr gut. Deswegen bin ich sogar für dieses Spiel vergleichsweise überhaupt nicht aufgeregt. Weil ich kann mich halt nicht erschrecken. Hoffe ich. Also hoffe ich. Wenn doch, dann werde ich mich wahrscheinlich sehr stark erschrecken. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich nachladen. Okay. Und. Nein! Oh, das war knapp. Und jetzt. Ich bin eigentlich zu langsam irgendwie. Also mit dem schnell dahin rennen und so klappt noch nicht. Gut, dass man sprinten kann, finde ich. Das ist das erste Mal, dass ich eine sinnvolle Verwendung dafür habe. Nee, ist nicht dein Ernst, oder? Hast du jetzt nicht überlebt? Komm, los geht's. Das war nicht dein Ernst, oder? Okay, cool. Warum? Ach, okay, meinetwegen. Soll mir recht sein. Oh, warum? Okay, soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Glaube ich. Ladevorgang. Was ist das für ein Ort? Was ist das für eine Tür? Und was für eine Lampe? Und was hatte das für einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht. Und warum liege ich auf dem Boden? Did I pass out? Nee. Who's that? Relax. I am not one of them. Oh, das ist schön. Who are you then? I'm nobody. Okay. You ist mir noch nicht aufgefallen, ist mir noch nicht aufgefallen. Wait, why are you wearing a gas mask? Ja, warum trast du deine Maske auf, dann blasen wir doch gleich eins heim, bitte. Ich hoffe, das habt ihr alle verstanden, sonst komme ich mir ziemlich scheiße vor. Okay, cool. Dann, ich bin nicht real, ich bin Simon, ich bin, ich weiß auch nicht, was ich bin. Ich bin einfach nur Simon. Okay. Nee, ich hoffe ernsthaft, dass ihr das verstanden habt. Sonst komme ich jetzt echt ziemlich scheiße vor. So, ich lade das mal nach. Zwei Magazine habe ich also noch. Cool. Ja, ich speichere jetzt und beende damit den Part. Und wo bin ich jetzt? Basement. Ach so, im Keller. Ah, man könnte das natürlich jetzt auch wieder eine Theorie. Das könnte jetzt wirklich wie Silent Hill sein. Glaube ich jedenfalls, dass es in Silent Hill so ist. Ich habe Silent Hill eigentlich nie so wirklich gespielt. Aber jedenfalls könnte es ja so sein, jedenfalls, dass wir in den Keller gefahren sind. Da waren wir in so einer Welt, wo alles mit Blut verschmiert war. Und es war aber gar nicht die reale Welt und jetzt sind wir erst wieder in der realen Welt. Okay, das gerade, bevor wir in den Keller gefahren sind, war auch nicht alles gerade unbedingt real. Also, Zombies sind. Und Geister oder was das war. Ja, okay. Die Theorie gibt keinen Sinn in dem Zusammenhang. Es könnte aber trotzdem ein bisschen so wie bei Silent Hill sein. Da ist ja auch, wird ja auch immer irgendwie alles dann. Also es ist ja immer alles schon voll weird, aber dann wird es halt noch viel seltsamer. So, dann wird alles so ausgittern und so. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Hoffe ich, denke ich. Vielleicht. Ja, jedenfalls sehen wir uns im nächsten Part. Ich habe in diesem Part nicht allzu viel. Ich habe mich in diesem Part nicht allzu viel erschrocken, so. Leider. Also für euch leider. Aber das könnte jetzt ja wieder mehr werden. Vielleicht. Ich hoffe eigentlich nicht. Ach, wisst ihr was? Wir gucken noch kurz in diesen Raum rein. Das reicht für heute. Ich bin nicht erschrocken, aber ich fand's cool.
Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.